やったことない。Grüß Sie was schon. Merhaba canlar. Hallo Leute. Hasan, bei YouTube sehe ich immer, die Leute fragen immer, sind Aleviten Moslem? Oder was sind Aleviten? Oder was glauben Aleviten? Wer sind Aleviten, Hasan? Ich kann so ausdrücken, Aleviten heißt Alis Folger. Und Ali folgt Mohammed. Und Mohammed glaubt an den Allah. Also sind Aleviten auch Moslems. Das bedeutet, Hasan, Aleviten sagen immer Allah, Mohammed, Ali. Wenn Allah Mohammed Ali ist, das ist automatisch Islam. Stimmt, Hasan? Stimmt. Und sie sagen auch, ja, Hazreti Fatima, Hazreti Hasan, Hazreti Hussein und Eli Beit. Und 12 Imamen. Das sind alles von Familie von Hazreti Mohammed Mustafa, unser Prophet. Stimmt, Hasan? Stimmt. Wer die Familie Prophet Mohammed nicht liebt und respektiert, der ist kein Moslem. Wenn ich so ausdrücken. Oder Eli Beit. Oder Eli Beit. Weil Ehli Beit und Koran sind eins, sie gehören zusammen und man kann sie nicht auseinander trennen. Und Ehli Beit ist auch Familie von Prophet Mohammed. Mohammed. Hasan Hussein, wer ist Hasan Hussein? Von Ali, seine Vater, alles. Also nicht jedem Gerücht zuhören, abschalten, einfach abschalten, weil die wollen nur Profit machen. Manche Leute, die reden nur Unsinn, sage ich Hasan, und manche Leute, die ärgern uns auf Türkisch, sagen sie, das sind Aleviten, die hassen, oder das ist Jobas, bei Türkisch sagen sie wir. Alle, die sagen Jobas, aber die wissen überhaupt nicht. Bei Aleviten heißt Allah, Mohammed Ali, und 12 Imame. Die glauben, sein Gebethaus ist Cemevi. Stimmt das, Hasan? Stimmt. Und laut Prophet Mohammed, wer eschede enna ila illallah, wer eschede enna Mohammed abdu wa rasuluhu sagt, ist automatisch ein Moslem. Und jeder Alevite sagt das. Und wenn einer sagt zum Aleviten, du bist kein Moslem, dann wird dann automatisch selber Kafir, laut Prophet Mohammed. Also da muss man aufpassen, was aus dem Mund rauskommt, nicht einfach sprechen. Hasan, danach in der Türkei leben 26 Millionen bis 28 Millionen Aleviten. In Deutschland leben sie mehr als 1 Million Aleviten. Stimmt das, Hasan? Stimmt. Ja, danach ist unser Gebethaus ist Cemevi. Richtig. Also Cemevi, was machen wir im Cemevi, Hasan? Wir beten von Allah, Mohammed Ali und unser Prophet Hazreti Mohammed Mustafa. Richtig. Unser Enkelkinder Hasan und Hussein. Richtig. Ja, das ist sie. In welchem Haus Gottes Name fällt, ist ein Gebethaus. Jeder Haus ist ein Gebethaus. Jeder Haus, wer Allah sagt, wer Gott preist, ist ein Gebethaus. Sogar Cemevi ist ein Gebethaus, weil da wird Allah gerufen und Allah Ibadat gemacht, Ibadat. Ja, danach die Leute, manche Leute, ich war bei YouTube, sie sagen, Alevi ist kein Moslem. Leute, das sind alles falsch. Leute, das glauben sie nicht. Das ist die reden nur Unsinn. Wer Aleviten kennenlernen will, der soll Cemevi besuchen und mit Dedes sprechen. Und die Dedes werden sie aufklären. Weil die Leute, wenn die Leute so hören, wenn ich so etwas höre, Aleviten sind kein Moslem. Wenn Aleviten Allah, Mohammed, Ali sagen und 12 Imame und Eli Beit und Hasan Hussein, das sind alles Familie von Mohammed. Das ist alles Islam drin und Koran Kerim und unser Pir heißt Haji Bektashi Veli. Stimmt das dann? Ja, richtig. Und unser Buch, wir haben auch ein Buch, das ist Koran. Wir haben kein anderes Buch. Wir sind im Koran ineinander, nicht auseinander. Koran, Aleviten. Koran und Ehli Beit sind zusammen. Zusammen. Aber Koran. Eins sind sie zusammen. Aber Koran, Allah hat einen Koran geschickt. Koran, Sunni oder Aleviten oder Schia oder Jaferi. Da steht das nicht. Es gibt nur ein Buch. Es gibt das nur gehört, ein Buch. Das Koran ist alles zusammen, unser Buch. Es gehört allen Moslems. Allen Moslems gehört das. Schiite, Alevite, Sunnite, was alles gibt. Es gibt nur ein Buch. Das stimmt, Hasan. Und es gibt nur einen Allah. Bitte Leute bei YouTube, mit so Leute, wenn ich so höre, wer sind Aleviten oder was glauben Aleviten oder ob der Alevite Moslem ist, das sind alles falsch. Das sind die Leute, die reden nur Unsinn und die Leute sind bei uns, sagen sie, Jobas auf Türkisch. Unser Prophet sagt, es gibt vier Günachs, große Günachs und eine ist, einen anderen beschmutzen. Du beschmutzt einen anderen und weißt nicht, wer er ist. Du gehst Günach und das macht Gott
bestraft dich Gott mit der Hölle. Also du musst aufpassen, was du mit dem Zunge sagst. Das stimmt, Hasan. Bei uns sagen sie, bizi yaratan büyük Allah. Allah'tan büyük kimse yok. Bu yalan dünya, ölümlü dünya. Stimmt das, Hasan? Und wir müssen von Gıybet uzak durmak. Von Gıybet. Hass müssen wir fernbleiben. Ansonsten bist du kein frommer Moslem. Ja, bei uns sagen sie, Aleviten ist auch Frieden. Aleviten bedeutet auch Liebe. Aleviten glauben an Allah. Allah, Mohammed, Ali. Das sind Aleviten. Richtig. Andere Alibite gibt nicht. Das ist falsch. Richtig. Sonst bitte Leute, auch schlau machen. Wenn Sie etwas fragen, kannst du bei YouTube Hasan schreiben. Und, richtig. Und Cem Elis besuchen und dir das nachfragen. Dir das. Das stimmt. Dankeschön, Hasan, für alles. Bitte schön. Ich hoffe, die Leute wissen das, was ist Alibite. Inshallah.